Hallo Abonnenten, Zuschauer, Freunde der Eisenbahn, was gibt's Neues? Neues diesmal nicht auf der H0E oder auf der TT-Anlage, aber vorbeigucken tun wir trotzdem. Nein, diesmal etwas Neues auf der Gartenbahn. Ist natürlich keine Werbesendung, alles selber gekauft und bezahlt. Und zwar ein neuer Wagen für die 1K. Die soll ja mal im innersten Kreis dort fahren, wo es im Video heute auch fährt, mit zwei Wagen dran. So als kleiner Transportzug. Ich denke, der macht sich dort sehr gut. Also hängen die beiden Wagen dran und damit fährt die dann über die ganze Anlage, auf Deutsch gesagt. Also jedes Stück wird eigentlich befahren im Video. Ja, gucken wir nochmal auf die H0 und TT-Anlage, ob es da was Neues gibt, bevor wir zur Gartenbahn rausgehen. So, ich schnapp mir mal die Kamera. Gucken wir gleich mal rund. Ach, hier, der ist ja neu. Für den VEB Leunawerke-Zug. Könnten auch an den ranhängen. Wäre auch möglich. MBW, die Pico 78. Sollte demnächst auch mal ein Video folgen. Was haben wir denn noch so? Ach, vom letzten Video. Der Transport muss noch abgeladen werden. Die SPW, Schützenpanzer von NPE. Und hier oben gleich das P15 Tropa-Radar mit Ziel drunter. Auch ein cooles Teil. Gab es ja im Transportvideo zu sehen, wo die Tiger-Trommel und die, was haben wir, ach hier, die NVA Kaluga von Pico gefahren ist. Gucken wir gleich mal noch auf die TT, oder gab es im RAW noch was, im Reichsbahn-Ausbesserungswerk, ach ja, diesen kleinen schönen hier für den Fortschritt-Service-Zug und als DDR-Bürger erinnert ihr euch sicher an diesen Bagger. Ja, den gibt es auch neu. So, gucken wir nochmal bei der TT vorbei. Ob es da was Neues gibt? Ich glaube fast nicht. Ja, die zwei müssen auch mal dort hintertransportiert werden demnächst. Na, mal sehen. So. Also, ab auf die Gartenbahn. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim neuen Video.